Wenn du mir in 5 Jahren 1 Million Dollar zeigen kannst, bekommst du mein ganzes Erbe. Ich setze dich dann, ich gehe zum Notar, ich mache dich zum Alleinerben. Wenn ihr etwas verändern wollt, dann gibt es immer 3 Dinge. Erstens, ich muss es tun. Zweitens, ich kann es tun. Und drittens, nein, ich habe es falsch betont. Ich muss es tun, Selbstvertrauen. Ich kann es tun, Verantwortung. Ich muss es tun, meine Gründe. Ich war 2 Jahre bei meinem Coach. Ich war der hoffnungsloseste Fall, den man sich vorstellen kann. Was der Mann in mir gesehen hat, warum der mich gecoacht hat, ich weiß es nicht am Anfang. Wirklich nicht. Er hat gesagt, ich habe schon einen Teil gesehen von dem, was du später geworden bist. Ich weiß nicht, wie er es hat sehen können. Jedenfalls nach 2 Jahren war ich noch nicht durchgestartet. Wisst ihr, Erfolg ist nicht so. Nicht. Das Licht linear. Erfolg ist... Nach 2 Jahren war ich noch hier. Ich wusste es nicht. Und dann ist meine Tochter geboren worden. Jessie. Und dann habe ich meine Tochter auf dem Arm und bin überglücklich. Also wer schon mal sein neugeborenes Kind zum ersten Mal im Arm hatte, der kennt das Gefühl, stimmt's? Boah. Und ich habe geweint, ich bin glücklich. Und auf einmal kommt ein Gedanke und ich weiß nicht, wo dieser blöde Gedanke herkommt. Ich gucke mir das Würmchen an und habe mir vorgestellt, wenn die mal groß ist, wen wird die wohl um Rat fragen? Mich oder ihre Onkels? Jetzt muss man wissen, die hat eine Mutter, mit der ich damals verheiratet war, und die Mutter hat 5 Brüder. Und der Vater dieser Tochter mit und den 5 Jungs ist schwerreich. Heißt Don Miguel. Und Don Miguel hat sich irgendwann mal seinen ältesten Sohn genommen, den Miguel, und hat ihm gesagt, ich schlage dir was vor. Wenn du mir in 5 Jahren 1 Million Dollar in bar zeigen kannst, bis dahin hatte der nichts, hat nur vom Papa gelebt. Ich gebe dir jetzt nichts mehr, wenn du mir in 5 Jahren 1 Million Dollar zeigen kannst, bekommst du mein ganzes Erbe. Ich setze dich dann, ich gehe zum Notar, ich mache dich zum Alleinerben. Miguel hat Gas gegeben, kurz vor dem 5. Jahr das geschafft, zeigt es dem Vater. Vater sagt, mein Erstgeborener, ich habe es gewusst. Miguel, ein ganz ehrlicher, guter Mensch, geht zu seinem jüngeren Bruder, dem zweitältesten Alejandro, und sagt, es spielt in Mexiko, Alejandro, das hat mein Papa mit mir gemacht. Ich durfte es keinem sagen, ich habe es aber geschafft. Ich biete dir an, wenn du es auch in 5 Jahren schaffst, teile ich mit dir. Alejandro hat es in 4,5 Jahren geschafft. Dann sind die zum Cäsar gegangen, dem Drittältesten. Wir teilen mit dir, wenn du es auch schaffst. Der hat es in 4 Jahren geschafft. Lalo hat es unter 4 Jahren geschafft. Und der Jüngste hat es dann in etwas über 3 Jahren geschafft. Da stehe ich jetzt hier mit Jessie, meiner Tochter, im Arm und frage mich nicht, wo so ein Gedanke herkommt. Wen wird die mal fragen? Und auf einmal habe ich durch diese ungeheure emotionale Situation, meine Tochter im Arm zu haben, Zugang gehabt zu meinen wirklichen Bedürfnissen. Ich wollte, dass die mich liebt, dass ich sie liebe. Ich wollte aber auch, dass die stolz auf mich ist. Dass die mich respektiert. Und auf einmal habe ich eine Horrorvorstellung gehabt. Was, wenn die mal sagt, das ist mein Papa, den habe ich lieb, aber wenn ich einen vernünftigen Rat brauche, gehe ich lieber zu meinen Onkels, die sind reich. Boah. Und dann habe ich mir geschworen und habe es meiner Tochter geschworen, du wirst mal stolz auf mich. Damit du wirklich das Leben haben kannst, das du haben sollst. Und da habe ich Gas gegeben. Und das war der Moment, in dem ich mein Einkommen innerhalb von ganz wenigen Monaten von ungefähr 10.000, 12.000, also ein bisschen Erfolg hatte ich schon, auf über 100.000 gebracht habe in 3 Monaten. Ich bin durchgestartet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Du brauchst deine Gründe. Du musst wissen, es liegt an dir, es ist Selbstvertrauen. Kein anderer kann es machen, es ist die Verantwortung. Und du brauchst Gründe, die geben dir die Power.
Die geben dir die letzte Power. Ich zeige euch mal ein Bild von meiner Tochter, als sie ihre Schule abgeschlossen hat. Jetzt ist sie 31 und vor 3,5 Jahren ist sie Mutter geworden. Und da hat sich so der Kreis geschlossen. Da habe ich wieder so ein Würmchen auf dem Arm, den Matthias. Und hat meine Tochter zu mir gesagt, wie stolz sie ist und wie viel Sicherheit ihr das gibt, weil sie lange überlegt hat, kann ich Kinder kriegen in dieser Welt? Ist da sehr, sehr feinfühlig und sagt, es gibt mir ein Urvertrauen, dass es dich gibt. Mit deiner Stärke, mit deinem Wissen kann ich das machen. Ganz gleich, was ihr euch vornehmt, nehmt euch Zeit, eure Gründe zu entdecken. Heute kann ich darüber lachen, dass ich cooler sein wollte als die 5 Jungs oder reicher. Ist eh so gekommen. Aber das Entscheidende ist, ich habe erkannt, wie wichtig es mir ist, dass ich eben auch einen Respekt, eine Person sein möchte, sein kann, dem man Respekt entgegenbringt. Weil ich wirklich etwas kann und eine gewisse Stärke habe, auch eine mentale Stärke.